So gut, ich freue mich mega. Ich hoffe, du bist bereit, um etwas zu lernen. Bist du ready? Yes! Oh, die Kamil ist ready. Hände gut, I love it. So gut, ich habe heute Morgen wahrscheinlich den ICF-Rekord aufgestellt, weil ich einfach den Punkt nicht gefunden habe, 50 Minuten lang preached. Ich bin am Nachmittag aber extra hergesessen, um zu schauen, wo kann ich Sachen streichen und so, dass ich euch heute Abend nicht so lange quälen muss. Genau, und ich hoffe, das gelingt mir hoffentlich gut. Aber trotzdem musst du deine Notizsachen vornehmen, weil es werden ein Haufen Punkte drinnen vorkommen. Viele Sachen, ich gehe von A nach Z und von Adam bis die Offenbarung fast. Und du wirst einen Haufen Sachen hören und es wird vielleicht einfach etwas geben, was dich anspricht. Und das ist mein Ziel, dass du etwas heute Abend kannst mitnehmen von dem Ganzen, was ich erzählen werde. An dieser Stelle begrüße ich auch ganz herzlich diejenigen, die beim Videopodcast zuschauen und die zuhören. Es ist genau richtig, dass du eingeschaltet hast und dass du heute Abend zuschaust. Und ich freue mich einfach, dass du mit dabei bist. Und wir beten für dich, dass die Message von heute Abend dich auch zu Hause berühren darf. Wir sind in der Weinstock-Serie drinnen. Weinstock. Da siehst du ein paar so Weinstöcke. Jetzt gibt es aber eine Frucht, die ich persönlich mega mühsam finde. Das hat nichts mit einer Traube zu tun. Was denkt ihr, was könnte es sein? Tada! Die Avocado. Eine der mühsamsten Früchte überhaupt. Weil, wenn du sagst, ja, ich habe in 2 Tagen habe ich eine Party daheim und möchte einen guten Dip machen, dann gehst du ins Migros, kaufst die Avocado ein und sie ist wahrscheinlich noch mega hart. Und dann denkst du, ja, weißt du, bis in 2 Tagen ist die dann schon reif und am nächsten Tag ist sie schon übergefallen. Oder? So war, so mühsam, genau. Jetzt bin ich in so einen Mütterblog hineingeschaut, ob es einen Lifehack gibt, um das Problem zu lösen. Und dort ist gestanden, hat eine reingeschrieben, ja, es gibt eine Lösung, du musst sie einfach hart kaufen und dann gehst du heim und tust sie... Nein, Simon, du hast immer noch das Süßigkeiten-Ding drinnen reingelassen. Simon Gerber hat ein bisschen gespielt heute, jetzt hat es da noch Süßes drin. Jetzt muss er nachher noch putzen. Genau, also du tust die Avocado drinnen und dann auf Defrost und dann... Oh, schau, es funktioniert. Und dann dreht die da innen ein bisschen und dreht ein bisschen. Und dann sollte es dann nach einem Moment, man muss den richtigen Moment verwischen, dass es nicht aufplatzt, dann sollte es nachher weich sein. Jetzt ist es nur so, dass ich das heute Morgen schon mal ausprobiert habe und ich habe diesen Punkt nicht so wirklich gefunden. Und es ist auch passiert, dass es einfach an einem Flärren hier ist mega weich geworden und heiß und es wäre schon fast aufgeplatzt, aber der Rest ist immer noch hart geblieben. Und ich habe gehofft, dass wenigstens ein paar Mütter da Bescheid wissen, wie dass man das gut lösen kann. Aber in diesem Fall gibt es immer noch einfach die Lösung zum Pokern, zum herausfinden, wenn das der Reifeprozess abgeschlossen ist bei der Avocado. Aber zum Glück geht es bei uns heute um eine feinere Frucht, finde ich. Also eine, die viel mehr Geschmack hat, und das sind unsere Trauben. Und Trauben, die müssen auch einen Reifungsprozess durchgehen. Trauben, die werden einen Sommer lang an diesem Strauch müssen reifen, bis man sie pflücken kann und nachher zu Wein machen oder was auch sonst man mit dem braucht. Sonst zum Direktessen, was auch immer. So, dann schaust du die nicht runterfallen da. Genau. Und die werden 100 Tage lang an diesem Strauch im Sommer müssen reifen. Es sind am Anfang so ganz kleine Knospen. Und dann brauchen sie ganz, ganz gute Umstände, was gar nicht so einfach ist, dass die Trauben nachher zu etwas Gutem werden. Und ich finde das Resultat, das die Trauben bringen, viel attraktiver als die Avocados, wenn wir ganz ehrlich sind. Weil nachher kommt doch etwas Wunderbares daraus raus. Jawohl, ein Gläschen Wein für die Walliser. Tamara, komm, du darfst gerade mit dem Ivan zusammen ein Gläschen geniessen während der Message. Und das Aroma von diesen Trauben so richtig inhalieren, hat jetzt fast gesagt. Genau. Prost zum Wohl. Sogar ein München jetzt gegeben, schön. Henne gut. Heute geht es um einen Reifeprozess von uns als Christen. Und unser Reifeprozess funktioniert eben nicht so, dass wir uns einfach in eine Mikrowelle stecken und dann kommt ein Fertigmenü raus und dann ist gut.
sondern wir sind dazu berufen, an diesem Weinstock zu sein und dort die Tage, die es braucht, müssen zu reifen, ein ganzes Leben lang, bis wir nachher schlussendlich geerntet werden und zu einem guten Wein dürfen werden. Und dieser Prozess ist gar nicht so einfach. Und als Trauben, als Christ, kannst du dich entscheiden, möchte ich diesen Wachstumsprozess eingehen oder möchte ich das nicht? Und wenn du es nicht möchtest, dann kannst du sagen, hey, ich bin vielleicht ein Christ, der das Ticket für den Himmel hat, aber wirklich reifen, das brauche ich gar nicht unbedingt. Und ich möchte dir heute eine Vision dafür geben, dass du dazu berufen bist, als Christ zu reifen. Und dass du berufen bist dazu, dich weiterzuentwickeln. Im Johannes 15, Vers 4 lesen wir den Vers, der uns durch die ganze Serie begleitet. Da heißt es, bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Also als Trauben, als Christen werden wir nur dann Frucht bringen, wir werden nur dann einen positiven Einfluss in unserer Gesellschaft haben, wenn wir an diesem Weinstock dranbleiben. Und dranbleiben bedeutet nicht nur einfach dort ausharren, sondern dranbleiben bedeutet aktiv den Herausforderungen in diesem Leben entgegentreten. Und vielleicht fragst du dich jetzt, aber einen Reifeprozess durchgehen, heisst das denn, es gibt bessere Christen als andere? Heisst das, es gibt solche, die weiter sind als andere, so höhere Level-Christen, die irgendetwas mehr erreicht haben? Und vielleicht denkst du, ja, Scheibe, was ist, wenn ich mit 30, mit 40 erst zum Glauben bekomme? Und die anderen Jüngeren, die haben schon viel mehr Zeit gehabt vorher. Haben denn die etwas voraus? Kann ich denn noch aufholen? Kann ich das Stadium erreichen, das Ziel erreichen, das Gott mit mir geplant hat? Und ich möchte dir heute aufzeigen, ja, es gibt einen Reifeprozess. Aber es hat nichts damit zu tun, dass Christen besser wären als andere. Aber es hat damit zu tun, dass es Christen in dieser Welt gibt, die etwas entdeckt haben, das ihr Leben beflügelt. Und zwar haben sie entdeckt, dass wenn sie an ihrem Charakter arbeiten, wenn sie an ihrem Selbst, an ihrem Ich arbeiten, dass es einen positiven Einfluss in ihrem Leben hat. Und zwar, dass durch die Herausforderungen, die werden kommen, dass sie gestärkt werden, daraus rauskommen. Und sie haben gecheckt, dass sie glücklicher durchs Leben kommen können, wenn sie sich diesen Prozessen stellen. Und das kann ich dir versprechen, weil das hat Jesus uns versprochen, dass wenn wir dranbleiben bei Jesus und uns weiterentwickeln, dann werden wir ein glücklicheres Leben haben. Es ist möglich, ein glückliches Leben zu haben. Trotz allen Herausforderungen, trotz allen Challenges sind wir berufen dazu, ein glückliches Leben zu haben. Und manchmal ist das eine heikle Aussage, weil das bei gewissen so ankommt, dass ja eben alles muss gut kommen. Dass alles muss einem zum Besten dienen. Aber ich glaube, dass Gott uns zu etwas Größerem berufen hat. Dass es nämlich schlussendlich um ein Wein geht, ganz am Schluss. Wenn Gott kommt und die Ernte einfahren, dass die Trauben so reifen können, dass nachher ein Produkt da ist, wo wir dürfen in einer Gemeinschaft mit Gott dürfen verherrlicht sein als Menschen. Für das sind wir berufen und dort wollen wir her. Der Reifeprozess als Christ, da gibt es für mich drei Stadien. Das ist der Viewer, der Follower und der Creator. Alles Englisch heutzutage, oder? Aber es tönt einfach besser als der Schauer oder der Folger. Tönt auch nicht so gut. Genau, darum habe ich gefunden, Viewer, Follower, Creator tönt viel besser. Viewer ist der Moment, wo dein Interesse geweckt wird für den Gott. Dein Interesse wird geweckt, vielleicht hast du einen Freund, eine Freundin, die in die Kirche geht und der hat mal da ein bisschen komische Sachen erzählt und du wirst gleich aufmerksam drauf und du sagst, ist echt da etwas dran? Es gibt Leute, die in unsere Kirche gekommen sind, weil sie dir 20 Minuten einen Artikel gegeben hat. Was für schlechte Menschen das wir sind, weil wir da Geld abzwacken, was auch immer. Und aufgrund von diesem Artikel sind Leute gekommen und haben sich das Ganze mal anschauen. Und sie sind da reingekommen und sind überrascht gewesen, dass Kirche so einen krassen Impact in unserem Leben haben kann. Weil der Jesus anscheinend heute immer noch lebt. Heute Morgen ist einer gekommen, der ist vor ein paar Wochen zum ersten Mal gekommen. Und er hat gesagt, weißt du, ich habe eine ganz alte Bibel daheim, die hat mir nichts gesagt. Und dann bin ich mal schauen, was es sonst noch so für Möglichkeiten gibt. Dann bin ich auf eine Starterbibel gestossen.
Und die Starterbibel, die ist vom ICF herausgegeben worden, ganz bewusst mit Stories drinnen, mit Bibelunterstützung, mit Hilfe, wie man das kann verstehen. Und er hat gesagt, in dem Moment habe ich endlich angefangen zu verstehen, was da in der Bibel steht. Und dann ist er schauen, ah, das kommt vom ICF, was ist das ICF? Und dann hat er gesehen, da gibt es in Bern eins. Und dann hat er an einem Sonntag hat er gefunden, komm, ich mache einfach eine Töff-Tour, mal ein bisschen in die Nähe und schaue mir das von außen an. Aber reingehen machen wir vielleicht noch nicht. Und als er vorne dran ist mit seinem Töff, hat er gemerkt, irgendetwas treibt ihn da rein, in die Kirche rein. Und er war da und er war überwältigt von dem, was Gott hier tut. Und er hat sofort gesagt, ich möchte gerne in eine Small Group reingehen. Und ist jetzt beim Projekt dabei, wo im ICF Freiburg von Small Groups entstanden sind. Und es ist für mich so gewaltig, dass Gott Menschen ruft. Und in dem Moment sind sie noch in einem Viewer-Status. Sie schauen sich das Ganze mal an. Und dann, wenn sie von Gott berührt worden sind, dann werden sie zu Followers. Jesus hat unglaublich viele Followers gehabt. Menschen, die überzeugt waren von dem, was er sagt, dass das richtig ist. Die überzeugt waren, hey, wenn wir dem nachfolgen, dann werden Wunder passieren, dann werden wir geheilt werden. Sie haben täglich Wunder gesehen von Jesus und sie von dem überwältigt gesehen. Und so sind sie Jesus überall hergefolgt, wo er hergegangen ist. Und Jesus hat manchmal sich Auszeiten nehmen und hat sich davor schleichen, dass er überhaupt noch Ruhezeiten gehabt hat, weil die Leute ihn so bestürmt haben. Und das ist häufig so, wenn wir neu das Leben mit Jesus anfangen. Wir sind so krass begeistert, dass wir bereit sind, überall ihm nachzufolgen. Wir sind ready dazu, unser Leben aufzugeben. Und wir sagen, wir sind ready, ihm überall her zu folgen, koste was es wolle. Aber der Unterschied von einem Follower zu einem Creator ist derjenige, dass der Follower noch sehr ein passiver Christ ist. Er ist einer, der auf die ganze Nahrung angewiesen ist, die wir ihm als Kirche geben können. Das Wissen, das wir weitergeben können. Wie kann man beten? Wie kann man die Bibel lesen? All das, was man am Anfang aufsaugt. Und dann ein Creator ist einer, der sagt, jetzt werde ich selber aktiv. Und das, der Sprung vom Follower zum Creator, der ist manchmal grösser, als wir uns vorstellen können. Weil es bedeutet, dass wir ein Leben werden leben, das nicht mehr uns selber dient, sondern wo wir sagen, hey, wir haben von Gott alles bekommen. Wir haben das ewige Leben bekommen und es gibt nur einen Auftrag von Jesus und der heisst, geht raus und macht das, was ich gemacht habe. Und das ist ein ganz klarer Auftrag, um etwas zu tun. Creator, die sagen nicht, das Leben passiert einfach, sondern sie sagen, ich nehme das Leben in die Hand. Mit Gottes Hilfe. Ich fange an, etwas in meinem Umfeld zu gestalten. Ich fange an, einen Unterschied zu machen in dem Reich von Gott. Ich habe Begabungen bekommen und werde die nutzen, um das Reich Gottes zu bauen. Das Wort Nachfolge in der Bibel wird ja häufig verwendet, dass Jesus sagt, folgt mir nachher. Aber mit dem sind nicht Follower gemeint. Mit dem sind nicht die Follower von heute gemeint, die du einfach auf Instagram likest und dislikest und wenn es dir nicht mehr passt, du hast nicht mehr followen und so weiter. Sondern Nachfolger von Jesus sind solche, die bereit sind, das zu tun, was Jesus gemacht hat. Der Unterschied vom Viewer zum Follower ist, dass du anfängst, die Kraft von Jesus erleben. Und der Unterschied vom Follower zum Creator ist, dass du anfängst, aktiv zu tun, dass du bereit bist, zu lernen, dass du bereit bist, an deinem Charakter zu arbeiten und eben in diesen reifen Prozess hineingehst. Und um das geht es heute, um diesen reifen Prozess, den wir durchgehen. Es gibt immer wieder Sommer in unserem Leben, so Sommerseasons, wo wir reifen müssen. Und beim einen gibt es die mehrmals, beim anderen kommen sie ein bisschen seltener vor. Wir sind ganz unterschiedlich. Aber Gott führt uns in die Monate vom Sommer rein, weil er weiß, dass es uns weiterbringen wird. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir dranbleiben und mit Gott unterwegs sind, wenn wir an diesem Weinstock sind, dann werden in diesem ganzen Sommer Herausforderungen kommen. Es werden Challenges kommen. Was sind das für dich? Was sind die Herausforderungen in deinem Leben drin? Es heisst im 2. Korinther 2,11, denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Kennst du die Absichten vom Teufel? Wer von hier innen kennt, hat schon Absichten vom Teufel müssen kennenlernen am eigenen Leben? Kennst du die Mittel vom Teufel, wie er die Absichten erreicht?
Die Absicht vom Teufel ist, ganz einfach gesagt, dass die Trauben, die da an diesem Weinstock hängen, dass er eine Schere nimmt und die abschneidet. Bevor sie überhaupt reifen können, bevor sie überhaupt zum Wein gemacht werden. Das einzige Ziel des Teufels ist es, dass du keine Gemeinschaft mit Gott hast. Und dass du kein erfülltes Leben hast, das Jesus uns verspricht. Wo Jesus sagt, ich möchte dir dein Leben mit einer Fülle ausstatten, die dich in deinem Leben weiterbringt, die dir eine Hoffnung gibt. Und das einzige Ziel des Teufels ist, das zu zerstören. Er hasst nichts so fest, wie wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben. Wenn er der Schöpfer von unserem Leben ist, für uns als Person, er hasst nichts so sehr, wenn er sieht, dass das eine funktionierende Beziehung ist zwischen Gott und dir. Und er probiert mit allen Mitteln, die kaputt zu machen. Und er kennt keine Fairness in dem Innen. Schau, Weinstöcke, die können angegriffen werden, zum Beispiel durch Mehltau. Mehltau, das ist so eine Krankheit, die die ganzen Blätter und alles kann befallen. So. Wo sich wie so ein Kleid über das Ganze legen. Haha, geht schon in Sauerei. So. Mehltau. Plötzlich legt sich ein Kleid über die Stude. Was könnte das in unserem Leben sein? Was legt sich über dein Leben, das dich dazu hindert, zu diesem Licht zu kommen mit den Blättern, dass Photosynthese passieren kann? Vielleicht sind es Enttäuschungen, Trauer. Sachen, die du merkst, die in deinem Leben dir zugestoßen sind, die sich wie ein Trauerkleid über dein Leben legen. Und wo du nicht mehr dadurch siehst. Wo du die Hoffnung verloren hast, wo du nicht mehr dadurch siehst, dass es in der Zukunft gut kommt. Kennst du solche Momente in deinem Leben, wo du merkst, dass du dich unter so einem Kleid befindest, wo du dich eingegangen fühlst, wo du keine Freiheit mehr spürst? Das sind Momente, wo der Teufel dir eingaukeln möchte, dass du keine Frucht mehr bringen wirst, dass du verloren bist, dass dieser Mehltau für immer wird bleiben. Eine andere Möglichkeit ist, dass es einen Wurmbefall geben kann. Das wirkt jetzt, als wären es positive Würmer, aber es sollten schlechte Würmer sein. Genau, die kommen da und die Wurzeln her und fangen alles an auffressen und so. Die legen sich da auf das Blättchen. Hat nicht gehabt, genau. Sonst noch jemand Würmchen wollen? Genau, so da. Würmchen, es sind nicht gute Würmchen. Das müsst ihr euch einreden. Da auch noch. Genau, so. Ein paar hat es nachher noch übrig. Jetzt haben wir Wein gehabt, Würmer zum Verteilen. Würmer, was können Würmer in deinem Leben sein, die dich befallen? Etwas, was ich immer wieder beobachte, ist, etwas, was Menschen auffrisst, ist Frust. Man sagt ja das auch, du frisst etwas in dich hinein. Dass dir etwas im Leben passiert, was du nicht mehr zurücklassen kannst. Wo du wie merkst, du kommst nicht darüber hinweg. Und jedes Mal, wenn so eine ähnliche Situation kommt, dann kommt der Moment, wo der Find dir wieder aufzeigt, hey, schau mal, was dir passiert, ist so ungerecht. Und der Frust kommt in dir wieder auf. Und es fängt an, dich von innen an aufzufressen. Vielleicht kommen Vögel. Vögel, die die ganze Stude verkacken. Oder die Beere anpicken. Vögel, die Stude ausnutzen. Zu einem falschen Zweck. Hast du dich schon mal in deinem Leben ausgenutzt gefühlt? Vielleicht bist du schon mal psychisch oder physisch ausgenutzt worden von anderen Menschen, wo du ausgeliefert gesehen bist, wo du nichts hast dagegen machen können. Vielleicht hast du schon mal etwas auf die Beine gestellt und jemand anderes hat Lorbeeren dafür bekommen. Jemand anderes ist dafür gelobt worden. Du hast dich ausgenutzt gefühlt in diesem Moment. Vielleicht ist das ein wunder Punkt bei dir, wo der Teufel genau weiss, dort muss ich meinen Finger drauf haben. Dass die Person wird strugglen. Vielleicht kommen sonst irgendwelche Ablenkungen, die sonst noch kommen können. Stürme, Wind, alles mögliche Unwetter, das zu Ablenkungen sorgt. Vielleicht hast du Ablenkungen in deinem Leben drin, dass du dich nicht kannst auf das fokussieren, wo Gott dich dazu beauftragt hat. Ich löse letzte Woche eine Message darüber gehabt, wie wir uns fokussieren können. Dass wir in unserem Leben manchmal Studien abschneiden müssen, dass wir Äste in unserem Leben entwickeln, die stark sind. Aber der Teufel weiss ganz genau, dass wenn du jemand bist, der vielseitig begabt bist, jemand, der viel Interesse hat, ist das genau der Punkt, wo er dir so eine Ablenkung ins Leben geben kann, dass du das Wesentliche verpasst. Und es sind nur ein paar Möglichkeiten, die ich jetzt aufgezählt habe, die noch lange nicht abschließend sind. Herausforderungen, die dir als Traube schaden können.
wo du herausgefordert wirst. Und wie gehen wir jetzt mit dem um? Wie können wir jetzt in diesem Moment die Creator sein, die diese Sache in die Hand nehmen und selber ready werden, um mit der Kraft von Jesus diese Herausforderungen durchstehen können, dass schlussendlich doch noch ein guter Wein daraus rauskommt. Was braucht es, um ein Creator zu sein? Ich möchte dir zwei Punkte heute geben. Das eine ist the why behind the what. Du musst wissen, warum dass du überhaupt ein Creator sein sollst. Ich habe ein paar Prinzipien mitgenommen heute, die ich dir gerne weitergeben möchte, warum dass du ein Creator sein sollst. Weil wenn du das Warum nicht hast, dann wirst du auch nicht einen Antrieb haben, um ein Creator zu sein. Wenn du das Warum nicht hast und ich sage dir einfach, dass du das machen musst, dann, wenn du sehr motiviert bist, einem Pastor zu folgen, dann kann es sein, dass du das ein paar Wochen machst. Aber wenn du das Warum nicht hast, ein tiefes Wissen, warum dass du ein Creator von Jesus sein sollst, dann wirst du es nicht machen. Und dein Warum ist vielleicht nicht mein Warum. Es kann sehr unterschiedlich sein. Und zweitens, du musst einen konkreten Next Step haben, wo du weißt, welches Tool bekomme ich in die Finger, um an meinem Charakter zu arbeiten, um diese Herausforderungen durchzugehen. Aber zuerst der Why behind the What, das Warum. Ich habe dir heute 4 Thesen mitgenommen. Thesen, das kommt ein bisschen von meinem theologischen, theoretischen Background, ich liebe so Sachen. Und wenn du jetzt schon fast am Einschlafen bist, dann musst du jetzt spätestens wieder aufwachen. Weil jetzt kommt so deep stuff innerhalb von komprimierter Zeit, so richtig short. Jetzt müsst ihr richtig gut aufpassen. Und du musst heute nicht alle Thesen mitnehmen, aber ich möchte, dass ich es schaffe, dass du dich eine These heute ansprichst von diesen 4. Und dann nimm dir das Warum mit. Warum sollst du ein Creator sein? Erste These, du bist Teil von etwas Grossem. Als Creator bist du nicht Teil von einem kleinen Projekt, sondern du bist Teil von etwas Grossem. Und während das Wort Christ im Neuen Testament nur 3-mal vorkommt, kommt das Wort Jünger 269 Mal vor. Und das Wort Jünger hat Jesus selber definiert. Er hat definiert, was ist ein Jünger. Ein Jünger sind diejenigen, die zu ihm in die Schule kommen, alles lernen, was sie wissen müssen und nachher selber in die Welt rausgehen und das machen, was Jesus gesagt hat. Und Jesus hat das ganz bewusst so gemacht, weil er gemerkt hat, dass wir einen grösseren Impact werden haben, wenn nicht Jesus überall muss auf der ganzen Welt herumreisen, sondern wenn wir das machen. Weil wir viel eine multiplikativere Art haben, wir Menschen. Wir sind so kommunikativ, gerade heute in der heutigen Zeit, dass wir Informationen so schnell spreaden können. Und Jesus möchte, dass wir ein Teil von diesem Plan sind, um die Welt zu retten. Und der Auftrag gibt er in Matthäus 28, kannst du dort nachlesen, der Auftrag, den Jesus gibt, ist, geht raus und macht andere Menschen zu Jünger. Solche, die wieder in die Schule von Jesus reinkommen und nachher selber rausgehen. Und bereit sein, um die Welt zu verändern. Bist du bereit, ein Creator zu sein und Teil zu sein von einem grossen, grossen Plan? These 2. Als Creator hast du eine Anleitung für dein Leben. Es ist wie eine IKEA-Anleitung für ein Möbelstück aufzubauen. Gott gibt dir eine Anleitung für dein Leben. Für einen Jünger oder eben einen Creator ist Jesus das grösste und somit intelligenteste Vorbild überhaupt. Du hast sicher Vorbilder in deinem Leben. Idol, die du nacheifern kannst. Vielleicht auch noch, als du jünger warst, hast du sicher Idol gehabt. Jesus möchte im Fall dein Idol sein. Er möchte derjenige sein, wo du hergehst und fragst, wenn du nicht mehr weiter weißt. Er hat Antwort auf jede Frage in deinem Leben. Auf jede einzelne. Sei das im Glaubensbereich, bei deiner Arbeit, deinen Beziehungen, sei das bei deinen Ressourcen, wie du mit Geld umgehst. Überall hat Gott eine Antwort. Und er hat die perfekte Antwort. Manchmal tut das nicht immer teilen mit uns, weil er ganz genau weiss, dass es zu gewissen Zeitpunkten nicht gesund ist, wenn er uns das mitteilen will. Weil wir eben durch einen Wachstumsprozess durch müssen. Aber Jesus ist derjenige, der eine Antwort auf jede Frage in deinem Leben parat hat. Und als Creator kannst du das herausfinden. These 3. Als Creator bist du berufen dazu, ein erfülltes Leben zu haben. Weißt du, Erlösung, das, wo wir auch immer wieder davor reden, die Erlösung, die Sündenbefreiung, dass du von deinen ganzen Lasten befreit wirst, wenn du Jesus annimmst, das ist der Anfang. Das ist der Start. Aber nachher geht es weiter.
Jesus gibt uns einen Schlüssel in die Hand, wo er sagt, ihr seid dazu berufen, ein erfülltes Leben zu haben. Nicht nur an dem Moment, wo wir uns für ihn entscheiden, sondern unser Leben bis hier, bis wir auf dieser Welt werden sterben, soll ein erfülltes Leben sein. Und was ist das, wo die Erfüllung in unser Leben hineinbringt? Hey, wenn ich rausgehe auf die Straße und mit Menschen rede, dann ist ein grosser Punkt, der immer wieder kommt, ist Hoffnung. Menschen in dieser Gesellschaft, es gibt selten Menschen, die wirklich eine Hoffnung in ihrem Leben haben. Die weiter sehen als 2 Wochen, die weiter sehen als das nächste Jahr. Menschen, die eine tiefe Gewissheit haben, dass es gut kommt. Das gibt es so selten und der Hunger danach ist aber so gross. Und als Creator wirst du von Gott so geprägt, dass du diese Hoffnung in deinem Leben freisetzen kannst. Und dass du Menschen wirst in die Hoffnung hineinbringen darfst. Oder Liebe. Wie viele Menschen sehnen sich nach einer echten Liebe, die nicht kaputt gehen kann? Wir Menschen sind so zerbrechlich, wir Menschen sind so voller Fehler, dass Beziehungen so oft kaputt gehen. Wo gibt es eine Beziehung, die nicht kaputt geht? Wo gibt es Liebe, die nicht ausgenutzt wird? Der einzige Ort, wo das wirklich gelebt wird, ist die Liebe, die Gott zu uns hat. Und das motiviert mich zum Rausgehen und anderen Menschen zu sagen, hey, wir dürfen im Fall ein erfülltes Leben haben, aber nur Gott macht es möglich und du wirst es nie anders finden. Davon bin ich so tiefst überzeugt. Und These 4 ist Gehorsam. Wenn wir Jesus nachfolgen, hat das nicht damit zu tun, dass wir etwas uns verdienen wollen, sondern es hat damit zu tun, dass wir gehorsam sind. Und ich persönlich, ich bin so ein gehorsames Mensch. Ich tue gerne Sachen, die andere Leute sich ausgedacht haben, befolgen. Und wenn in der Bibel in Sachen steht von Jesus, dann bin ich vom Typ her so, dass ich das gerne möchte befolgen. Vielleicht bist du nicht so, aber vielleicht spricht der Punkt dich an, wenn du auch so ein gehorsames Typ bist. Weil Jesus gesagt hat, hey, kommt an meinen Weinstock, lasst euch füllen, und dann gehen sie raus. Also ich brauche nicht mehr als diesen einen Satz. Manchmal brauche ich nicht mehr als diesen einen Satz, der in der Bibel steht. Kommt zu mir, lasst euch füllen und gehen wieder raus. Mit der vollen Kraft von mir. Weil ich genau weiss, dass in dem innen die ganze Weisheit von Gott drinnen ist. Weil dort drinnen alles ist. Weil ich ganz genau weiss, dass ich nicht in eine Mikrowelle mich rein tue und nachher kommt es gut. Sondern weil ich weiss, ich brauche den lebensspendenden Saft von dem Weinstock von Gott. Und nachher wird etwas Wunderschönes daraus rauskommen. Ein wunderfeiner Wein. Ist er gut? He's good. Das sind die 4 Thesen. Jetzt möchte ich dir ganz kurz aufzeigen, das ist der 2. Punkt, ein einfaches Tool, wie... Oh, der Stift ist ausgelaufen da. Sehr unschön. So, das ganz ein einfaches Tool, wie dass du praktisch an deinem Charakter kannst arbeiten kannst. Wie dass du in so einem Moment von der Herausforderung damit kannst umgehen kannst. Irgendwann wirst du mal geboren. Dein Leben geht, bis 110 oder wie auch immer. Hoffentlich. Und dann geht es weiter in die Ewigkeit. Aber das hier ist dein Leben so chronologisch dargestellt. Oder? Siehst du es? Das nennt man die Chronoszeit. Das kommt in der Bibel vor, so im Griechischen. Im Deutschen ist das nicht mehr so übersetzt. Aber Chronos bedeutet, es ist eine fortlaufende Zeit, die nicht stoppt, die geht immer weiter. Und du kannst nicht von diesem Punkt hier zurückgehen, sondern du lebst und lebst und lebst. Jetzt gibt es Momente von der Herausforderung in unserem Leben drin. Und das ist so ein Kairos-Moment. Kairos ist auch eine Zeitform. Es ist eine Zeitform, wo Gott dich rausruft aus dem normalen Alltag und sagt, er möchte mit dir gerne einen Prozess durchgehen. Das kommt in der Bibel vor, dass Gott sagt, nehmt euch so einen Kairos-Moment raus, wo ihr Zeit werdet haben, um einen Prozess durchzugehen. Ist es ein guter Kreis geworden? Ja. Not bad. Not bad. Genau. So, jetzt muss ich meine Notizen schnell holen, dass ich das nicht falsch schreibe. Was könnte das für ein herausfordernder Moment sein? Sagen wir mal, das ist ein Büroassistent und bei dem läutet das Telefon im Büro. In dem Moment, wo das Telefon läutet, merkt er, hey Scheibe, ich fange an zu schwitzen, mein Puls geht auf. Es sträubt sich alles in mir innen, um das Telefon abzunehmen. Und er merkt, hey, das kann es doch nicht sein.
Das kann doch nicht so weitergehen. Ich bin Assistent in meinem Büro, ich muss doch ein Telefon abnehmen. Also, was macht er? Er verkreucht sich nicht einfach nicht mehr, sondern sagt, ich muss das angehen. Er geht in seine Small Group hin und sagt, Jungs, ihr müsst mir helfen. Wir müssen zusammen einen Prozess durchgehen, warum dass mich das so stresst. Und die Small Group, die sagt, okay, komm, lass uns Zeit nehmen. Du kannst vieles davon für dich auch persönlich machen, aber glaub mir, es hat in einer Gemeinschaft in hat es viel mehr Kraft, weil du dich viel mehr besser kannst reflektieren. Die Jungs, die sagen, lass uns mal das Ganze beobachten. Du kannst einfach mal hersitzen und die Situation ganz sachlich aufschreiben. Was ist passiert? Ohne irgendwelche Gefühle reinzubringen oder so. Lass mal das Gefühl weg und du mal beobachten, was ist passiert. Was ist die Sachlage, dass überhaupt auch die anderen können verstehen, was dir passiert ist. Und dann, wenn das klar ist, dann fangen wir an, reflektieren. Im Reflektieren innen, da haben Fragen Platz, wie, warum, weshalb, wann ist es schon mal aufgetaucht, ist das Problem schon mal da gewesen. Und mitten im Reflektieren innen merkt vielleicht der Büroassistent, hey, vorher hatte ich eine Arbeitsstelle gehabt, und wenn dort das Telefon geläutet hat, dann habe ich gewusst, der Chef hat irgendein riesen Problem und ich muss es lösen. Und die Angst vor diesem Problem lösen, hat er mitgenommen in einen neuen Job rein. Und hat, am Anfang ist noch gar nichts Schlimmes passiert, aber irgendwann, als das erste Mal der Chef angerufen hat und ein Problem hatte, hat er neu. Dann ist er wieder in das reingerutscht und hat gedacht, hey Scheibe, jetzt kommt das wieder genau gleich. Und dann haben sie gemerkt, okay, das Problem ist, dass er Angst davor hat, wenn die Probleme auf ihn zukommen. Dann fängst du an zu diskutieren. Du fängst an zu diskutieren als Gruppe, hey, was können wir in dieser Situation machen? Was kann der Mann in dieser Situation machen, dass sich das verändert? Und du tust Ideen austauschen. Du fängst an zu überlegen, ja, wie hat jemand anders schon etwas Ähnliches erlebt? Du fängst an von Inputs zu holen. Vielleicht schaust du schon mal in der Bibel nach, was steht dort, was sagt Gott für so eine Situation? Und du machst eine ganze Map, wo du dir überlegst, was könnte der nächste Schritt sein? Und dann geht es zum nächsten Schritt und das ist Planen. Wir dürfen nicht zu lange da bleiben und diskutieren und reflektieren. Manchmal muss man schon einen konkreten Schritt machen. Aber das geht nur, wenn der Mann, der Büroassistent, das selber macht. Das geht nur, wenn du für deine Herausforderung wirst du einen nächsten Schritt müssen definieren. Das kann niemand anders für dich machen. Du kannst zwar mit anderen beobachten, reflektieren, diskutieren, aber planen kannst nur du selber, was du als nächstes machst. Und er überlegt sich eine Strategie, okay, nächste Woche gehe ich vielleicht in die Seelsorge, um das aufzuschaffen. Nächste Woche rede ich mit meinem Chef. Nächste Woche bespreche ich das mal mit einem anderen Arbeitskollegen, wie er das erlebt. Was auch immer das kann sein, was für einen nächsten Schritt das kann sein. Und dann machst du es verbindlich. Und das ist die Power, die ich bei mir in der Small Group immer wieder erlebe. Du kannst hier noch viel diskutieren und abmachen, aber wenn du es nicht verbindlich machst mit jemandem und Rechenschaft ablegst, dann wirst du niemanden haben, der dich daran erinnert und sagt, hey, weißt du was, du hast etwas abgemacht, dass du möchtest riffen, dass du möchtest eine Charakterschulung durchmachen. Du wirst Menschen an deiner Seite brauchen, die dich vorwärts pushen. Weil einfach so wirst du nicht durch diese Herausforderungen durchkommen. Aber wir sind als Christen zu Beruf innerhalb von einer Gemeinschaft innen, dürfen Verbindlichkeit eingehen. Und dürfen Menschen an unserer Seite innen haben, die uns herausfordern und sagen, schau, du hast etwas abgemacht und jetzt zieh es durch. Und wir helfen dir da drin innen. Und dann machen. Umsetzen. Und dann wagst du dich in diesem Moment innen aufs Wasser raus. Aber so wirst du durch die Herausforderungen durchkommen. Wenn du dich anfängst zu reflektieren, wenn du anfängst, einen nächsten Schritt zu planen, wenn du anfängst, dich verbindlich zu machen mit anderen, die dir helfen müssen, und wenn du sagst, jetzt gehe ich raus auf das Wasser, wo manchmal unsicher ist, aber jetzt setze ich um. Und ich weiss nicht, was deine Herausforderung ist. Ich weiss nicht, ob dir das hilft, dass du sagst, komm, das probiere ich mal aus. Vielleicht in einer Small Group innen. Vielleicht mit deinen Freunden, vielleicht mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund, vielleicht mit deinem Ehepartner. Und du sagst, lass uns mal diesen Prozess durchgehen, da ist ein Problem, wo ich nicht weiterkomme. Aber ich habe es schon so viel mal erlebt, dass mich das weitergebracht hat. Und es gibt sicher noch ganz viele andere Tools. Es gibt sicher noch ganz viele andere Thesen, die ich dir hätte bringen können, warum du ein Creator sein sollst. Wie, dass du so einen Wachstumsprozess durchgehen kannst. Aber entscheidend ist, dass du
dass du einen Moment hast, wo du dich entscheidest, möchte ich so ein Creator sein oder nicht? Möchte ich die Sachen selber in die Hand nehmen? Möchte ich mich für diesen reifen Prozess entscheiden? Oder habe ich das Gefühl, es geht einfach als Avocado in der Mikrowelle, wo es eben nicht ganz funktioniert nachher? Möchtest du dich entscheiden, an diesem Weinstock zu bleiben, die Zeit vom Sommer durchzugehen und zu reifen? Weil als Creator bist du aktiv. Aktiv unter Gottes Führung, aber es wird etwas in deinem Leben auslösen, wo du stärker wirst und wo du einen positiven Einfluss haben auf dein Umfeld. Lass uns aufstehen. Ich möchte gerne für dich beten. Dass du ein Creator darfst werden, ein Creator darfst bleiben, weil es ist manchmal herausfordernd. Aber nimm dir ganz kurz eine Minute, wo jeder für sich einfach mit Gott anfängt zu reden und zu sagen, was ist der herausfordernde Moment, wo ich daran arbeiten muss. Oder vielleicht überlegst du dir, bin ich ein Follower, bin ich ein Viewer, möchte ich einen Schritt weitergehen. Ich weiss nicht, was dein nächster Schritt heute Abend ist. Aber Gott weiss es. Und er hat die Antwort darauf. Und ich möchte bitten, dass du dir einen Moment nimmst, um dir zu überlegen, was du von dem Abend heute mitnimmst. Was für einen nächsten Schritt, dass du gehst an diesem heutigen Abend. Jesus, und mein Herz schlägt dafür, dass du heute Abend durch die Reihe durchgehst und dass du Herzen packst. Jesus, ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist in diesem Moment so präsent bist in diesem Saal, dass wir nicht anders können, als auf dich schauen, dass wir nicht anders können, als wollen, solche Creators werden, die unser Leben in die Hand nehmen, mit dem Bewusstsein, dass wir einen Unterschied in dieser Gesellschaft machen werden. Mit dem Bewusstsein, dass wir dazu berufen sind, ein erfülltes Leben zu haben und dass wir etwas weiterzugeben haben. Und dass es nicht einfach darum geht, zu warten, bis wir reif werden, sondern dass es darum geht, selber aktiv zu sein und die Reife nachher daraus kommen darf. Du siehst jede einzelne Herausforderung von jedem von hier, der da innen ist. Dort, wo Herausforderungen sind. Jesus, bitte dich, dass du mit deiner Weisheit jetzt Wort von Liebe hineinbringst, Wort von Zuspruch, Wort von der Wahrheit. Bitte dich, dass du neue Hoffnung schenkst, neue Perspektiven, aber vor allem auch Durchhaltevermögen, Jesus. Weil eine Traube zu sein an diesem Weinstock, in dieser ganzen Sommersaison, wo wir reifen müssen, das bedeutet, mega durchzuhalten. Und so bitte ich dich, dass du jeden Einzelnen ausrüsten mit der Kraft, die nur du kannst geben kannst, um das durchzuhalten. Ich bitte dich, dass du anfängst, in den Small Groups anfangen zu wirken, dass solche Prozesse dürfen stattfinden, wo wir merken, dass wir näher an dein Herz heranwachsen. Dass wir merken, dass wir mehr von deinem Charakter dürfen überbekommen in unserem eigenen Leben. Und Jesus, ich bitte dich, dass auch heute Abend Heilung passieren darf. Dort, wo Vögel unsere Trauben angepickt haben, dort, wo Würmer reingekommen sind, dort, wo schwierige Umstände waren und wir Verletzungen davongetragen haben. Du bist der Weingärtner, der ein Rezept parat hat, um einfach die Heilung aussprechen. Und das bitte ich dich, dass du jetzt Heilung lässt, einfach in jedes einzelne Herz hineinfließen, Jesus. Vater, schenk du uns einen tiefen Wunsch danach, dass wir Creator sein dürfen. Dass wir nicht Viewer sind, die nur zuschauen. Dass wir nicht Follower sind, die nur liken und disliken. Sondern dass wir Creator sind, die das Reich Gottes bauen wollen. Danke, Vater, dass du uns als Kirche siehst, wo wir stehen. Und dass du mit jedem Menschen auf unseren Weg gehst. Und dass du souverän bist, dass du gross bist. Und wir dürfen auf dich schauen. Als unser grösstes Idol. Amen. Ich bete dafür und ich hoffe, dass Gott dich in diesem Moment irgendwo persönlich berührt hat.
Bleib mit dieser persönlichen Berührung nicht einfach alleine, sondern komm zu unserer Celebration. Das kannst du schauen, wenn es hier stattfindet, auf unserer Webseite www.eisjöstichbern.ch. Ich würde mich freuen, dich persönlich am Welcome Point zu begrüßen.